So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus. Und wir spielen heute nicht, sondern wir schauen uns einen frisch bei mir eingetroffenen Prototypen an. Dogfighters, The Ale Wars. Geschichte dazu erzähle ich euch gleich. Wenn es mal wieder nach verbranntem Holz riecht, weil die Laser etwas tief geschnitten haben, dann ist es eine Kiste von 3D Art Lab, die eingetrudelt ist. Der Markus Geiger aus München oder aus der Nähe von München, ich weiß es gar nicht so genau. Ich war noch nie bei ihm zu Besuch. Hat mir diesen Prototypen freundlicherweise zukommen lassen. Ihr seht hier eine große Holzschachtel mit einem vorgebauten Inlay, in dem die Komponenten sortiert waren. Und wir schauen uns das an. Und die Geschichte zum Spiel erzähle ich euch auch gleich. Ihr seht hier ein Sammelsurium diverser Materialien. Unten drunter liegt schon ein Hexadezimalplan mit Feldern eingeteilt, schwarze Linien, ziemlich gut erkennbar. Es gibt auch noch einen zweiten Plan, den habe ich hier rechts mal nebengelegt. Unterscheidet sich in der Größe überhaupt nicht, auch nicht in der Feldaufteilung. Es ist ein etwas anderes Hintergrundbild. Beide lassen sich sicherlich gleich gut benutzen. Bei Dogfighters handelt es sich um ein Tabletop, Zwei-Personen-Spiel. Soll auch einen Solo-Modus haben. Ich bin mit den Regeln, die seht ihr hier im Farbdruck. Das ist eine Kampagne, die hier dabei ist. Und das ist in diesen Ordnern hier, sind die Regeln abgelegt, geheftet. Ihr seht hier englische Regeln, das wird es auf Kickstarter geben. Im Mai soll es, glaube ich, kommen. Ich verlinke euch die Kickstarter-Vorschauseite. Könnt ihr euch dann einklinken und benachrichtigen lassen, wenn es soweit ist, wenn euch das interessiert. Letztlich handelt es sich um ein Zwei-Personen-Tabletop, Wargame, Skirmisher. Es lassen sich Szenarien spielen. Das ganze Spiel spielt in einer alternativen Vergangenheit. Die Hintergrundgeschichte ist, man stelle sich vor, in der Wirtschaftskrise 1929 hat sich Deutschland nicht in Richtung Nationalsozialismus entwickelt, sondern in einzelne, viele kleine Staaten aufgeteilt. In diesem Spielbeispiel ganz konkret sind es die Staaten Sachsen und Bayern, die hier neben Thüringen, Preußen und wie sie alle heißen, eine Rolle spielen. Und es geht als Hintergrundgeschichte um die wirtschaftliche Vorherrschaft über das Bier. Tatsächlich, darum heißt es Ale Wars. Und da gibt es eine ganz abgedrehte Story dazu, wie das jetzt zu diesen Konflikten kommt und was die Kampagne so alles macht. Aber letztlich ist es dann ein Tabletop-Wargame mit sehr unterschiedlichen Komponenten. Ihr seht hier Holz, ihr seht hier 3D-Druckelemente, Acryl. Und das schauen wir uns alles mal im Einzelnen an. Ich selbst habe mir die Regeln zwar überflogen, mag aber nicht von mir behaupten, das jetzt alles zu kennen und zu können. Dafür habe ich noch nicht die Zeit gefunden, das auch intensiv zu lesen. Wir gucken aber rein. Hauptbestandteil, ihr seht es sicherlich, ups, da bricht es schon, nichts geht kaputt, keine Sorge, sind die Airships. Die Luftschiffe, die können natürlich angemalt werden. Ich selbst bin aber kein Künstler. Es gibt auf der Webseite und auf dem YouTube-Kanal von Markus dazu aber entsprechend schöne Beispiele. Und diese Airships und der titelgebende Teil davon sind die Dogfighters. Das sind diese kleinen Dinger hier. Die könnt ihr hoffentlich gut erkennen. 3D-Modelle. Und alle davon haben Magnetkugeln drin. Und lassen sich dann an die entsprechenden Andockpunkte der jeweiligen Flieger anbringen. Und das hier sind die kleinen Dogfighters, die eben am Airship landen können und starten können und die der namensgebende Bestandteil des Spiels sind. Die Airships sind die großen, langsamen, trägen, aber auch eventuell schwer bewaffneten oder durch austauschbare Komponenten bestückbaren. Hier, das sind Bomben, die abgeworfen werden können. Hier gibt es Radarkomponenten. Na, jetzt will er nicht. Jetzt muss aber. Der hier ist mir leider gebrochen im Transport. Das ist schade, aber das ist ein Prototyp. Da kann ich das verschmerzen. Oder auch, was sich auch machen lässt, hier lässt sich an der Seite eine Clamp anbringen, eine Klammer, mit der dann ein Fighter oder sowas, nehmen wir den hier angedockt werden kann, damit er dann auch zum Aufladen und Reparieren hier Pause machen kann sozusagen. Das sind Dinge, die lassen sich hervorragend darstellen durch diese Kombination aus Magnetkugeln, 3D-Druck und ihr habt es ja auch schon gesehen, hier sind Bases,
die einmal durch farbliche Ringe kennzeichenbar sind, was die, was den Erfahrungsgrad der Crew angeht, der Besatzung. Dann gibt es hier ein Rad für Punktebewertungen. Schaden oder Erfahrung können hier abgetragen werden. Und es gibt durch Magnetkugeln wiederum kombiniert Höhenabstandshalter. Hoffentlich seht ihr das auch alles. Das ist so tolles Material. Höhenabstandshalter, in denen diverse Höhen der Komponenten eingenommen werden können, sodass ein Flieger, und ihr habt das hier rechts auf der Seite vielleicht schon gesehen und auch links, die Flotten in verschiedenen Höhen von 1, 2, 3, 4 bis hin zur voll ausgebauten 5, das ist die Maximalhöhe, zumindest was die Regeln angeht. Niemand würde euch daran hindern. Die Dinge aber noch höher zu stapeln. Allerdings warne ich davor, denn das bedeutet auch ein bisschen Instabilität im ganzen System. Je höher das wird, desto wackeliger wird die Angelegenheit. Und das wollen wir ja auf Dauer auch nicht, dass die Dinge abstürzen und dann vielleicht sogar noch Schaden nehmen. Ihr seht, es gibt unterschiedliche Flugzeugtypen. Wir haben Fighter, wir haben Bomber und es gibt zwei Flotten, die sich gegenüberstehen. Das sind einmal die sächsische Flotte und die bayerische Flotte. Wir haben hier Ersatzflieger sozusagen. Ich habe jetzt im Prototypen habe ich 10 Bases bekommen mit unterschiedlichen Erfahrungsringen. Die Farben sind nicht die Spielerfarben. Es soll ein Spiel für 1 bis 4 Spieler werden, aber die Farben sind die Erfahrungsstufen der Piloten. Das heißt grün für die Anfänger, dann kommt blau für fortgeschrittene Piloten, gelb für Veteranen und rot für die Fliegerasse. Das sind die Ringe, die dann auf die Bases montiert werden können. Das geht auch relativ schnell. Ich zeige es euch mal eben. Nehmen wir mal hier den Sachsen. Man kann die Base aufmachen, dann kann man den Zahlenring abnehmen. Das ist auch Acryl. Na, komm schon. Die Farbklammer austauschen. Nehmen wir mal blau. Drauflegen. Punkteskala wieder rein. Ihr seht, man kann es sehr schnell erkennen. Das habe ich Markus auch schon beschrieben. Hier eine vorne Markierung mit einem Dreieck. Das ist also schon markiert. Und dann das Punkterad wieder draufsetzen und den Flieger wieder draufsetzen. Und schon hat er Erfahrung in diesem Falle verloren, von rot zu blau. Aber genauso geht es natürlich andersrum. Was ihr auch seht, sind Wolken. Das sind eine Handvoll Dreierwolken und eine große Wolke, die ich hier habe. Die treiben je nach Wetterbedingungen, das kann man nämlich auch noch mit einbauen im Szenario, dass man Wetter hat, nicht nur Wind und Windrichtung, sondern auch tatsächlich Wolken. Die haben eine Unterhöhe von 2 und eine Oberhöhe von 4, sodass ich also mit einer Höhe von 1 unter Wolken durchfliegen kann oder auf einer Höhe von 5 auch über Wolken drüber fliegen kann und in den Wolken selbst, auch da lässt sich fliegen. Habe ich mir im Detail noch nicht angeguckt, funktioniert aber auch mit Regeländerungen. Dann seht ihr hier Holzkomponenten, im Wesentlichen für Bodenziele, Gebäude oder Flakabwehrbatterien oder Panzer oder leichte Vehikel. Dann habt ihr hier noch sowas wie die Richtung für den Bot, für den Solo-Modus, muss ich mir noch anschauen. Initiativmarker, die Windrichtung, die angelegt werden kann für 6 verschiedene Richtungen. Hier haben wir, das habe ich euch eben ja schon gezeigt, die kleinen Teile, die hinzumontiert werden können, wie eben den Radar, einen kleinen Dogfighter, eine Klammer, eine Docking-Klammer für die großen Maschinen oder eben einen Bombenschacht. Das sind Dinge, die angeheftet werden können. Es soll auch da weitere Komponenten in Erweiterungen geben. Ich kenne die Kampagne noch nicht, die gibt es noch nicht, die ist noch nicht öffentlich und Markus hat mir auch noch nicht gesagt, was das alles in welcher Kombination geben wird, in welchen Mengen, wie viele Flugzeuge, von welcher Flotte. Es kommen, sollen sicherlich auch noch mehrere Staaten dazukommen. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass Markus da sehr kreativ wird, was weitere Flotten angeht und weitere Komponenten, die sich andocken lassen. In den Regeln sind ein paar erwähnt, die da doch zupassen würden. Sowas wie Radar, Jammer und so weiter. Aber das ist hier im Prototypen noch nicht bei. So, jetzt hier mal ein bisschen für Ausstattung sorgen. Geben wir ihm mal noch ein Radar. So. Und dann haben wir hier noch ein paar Kreuze, die sicherlich dann irgendwelche besonderen Markierungen darstellen. Und was ich euch noch zeigen möchte, ist, wir gucken jetzt nochmal in die Regeln rein, wie das ganz grundsätzlich aufgebaut ist. Das ist auf Englisch und von der Optik her sieht das halt wirklich nach alt aus, nach Schreibmaschinengetippe.
ganz nett gemacht. Eine Eingangsgeschichte gibt es natürlich, es sind ein paar Szenarien beschrieben. Das ist das Kampagnenbuch, oder? Jawohl, das sind die Kampagnen. Es sind Szenarien beschrieben für eine Eingangskampagne, eine gegenseitige, eine 1 gegen 1 Kampagne und eine Solo- oder beziehungsweise Koop-Kampagne. Das ist alles hier beschrieben, relativ ausführlich, was für Flottenbestandteile dabei sein sollen, wie die jeweiligen Befehle aussehen, wie das Setup aussieht und wie dann weitere, was es dann noch an Tipps gibt pro Szenario. Das sind die Kampagnen und im Regelheft hat man einmal etwas zum Aufklappen und Nachschlagen, wie die Bewegungen der Luftschiffe und der Flugzeuge zu erfolgen haben. Ihr seht, es gibt verschiedene Beweglichkeitsstufen und je nach Beweglichkeitsstufe kann ich anfangs, wenn ich zum Beispiel eine Very Low Beweglichkeit habe, eine Agilität, dann kann ich nur fliegen in meine Richtung mit meiner Geschwindigkeit, die ich habe und kann am Ende das Flugzeug um einen Teil drehen. Nehmen wir das hier. Ich kann also in die Richtung fliegen, dann am Ende einmal drehen. Und je beweglicher das wird, desto häufiger kann ich zwischendurch drehen oder am Anfang drehen und am Ende drehen, am Anfang, in der Mitte und am Ende, wenn ich sogar eine extreme Beweglichkeit habe. Das hängt natürlich dann jeweils mit der Geschwindigkeit, der Höhe des Flugzeugs ab. Wenn ich also steigen will, verliere ich Geschwindigkeit. Wenn ich sinke, gewinne ich Geschwindigkeit. Dann gibt es Spezialmanöver für die Flugzeuge, den Immelmann-Turn oder eine Fassrolle. Dann gibt es natürlich verschiedene, was haben wir hier, Feuerwaffen, mit denen die Maschinen bestückt sind. Auch das lässt sich dann alles mit Modifiern und variieren. Dann gibt es das Thema Wetter. Und hier seht ihr die verschiedenen Höhen, die in Wolken oder oberhalb von Wolken fliegen. Luftschiffe, Flugzeuge und so weiter bis zur Höhe 0. Das sind dann gelandete Maschinen. Also da ist eine Menge geboten in diesem Set, in diesen Prototypen. Ich muss mir die Regeln auch noch in Ruhe durchlesen. Ich habe es nur, wie gesagt, überflogen. Die Hintergrundgeschichte mit dem Krieg ums Bier, das ist schon ziemlich abgedreht. Dann sind hier ein paar, hier geht es um die Pilotenerfahrung. Und hier sind die Beschreibungen der Maschinen. Die Junkers, die Messerschmitt von Donier, von Blum und Voss und von Henschel. Das sind alles bekannte Hersteller aus den frühen Jahren des letzten Jahrhunderts. Aber hier in der alternativen Vergangenheit eben etwas anders ausgerichtet und andere Produkte hergestellt, die wohl aber auf historisch belegten, zumindest Entwürfen oder Ideen beruhen. Das ist so der Hintergrund, den ich dazu kenne. Dann kann man hier seine Crew zusammenstellen. Das Ganze wird aber nicht irgendwie mit, es geht hier nicht ausschließlich um die Kills, die man macht, um die Abschüsse des Gegners, die man macht. Es geht hier um Missionsziele, die auch Bodenziele beinhalten können. Es gibt vor allen Dingen auch Grenzen. Ich kann nicht jedes Mal mir für beliebige Szenarien irgendwie beliebig was zusammenstellen, sondern es geht um den Ruhm der Truppe, die ich habe, um die Erfahrung der Truppe, die ich habe. Und das gibt mir auch die Grenzen dessen vor, was ich an Material in das nächste Szenario bringen darf. Auch das scheint sehr gut balanciert und überlegt zu sein. Ich muss mir das in Ruhe anschauen. Ich werde mir die Regeln durchlesen müssen. Ich werde mal ein, zwei Probespiele von der Solo-Kampagne machen. Und danach melde ich mich auf jeden Fall mit Dogfighters wieder. Einstweilen wollte ich euch nur mal hinweisen. Dogfighters von 3D Art Labs, Markus Geiger. Und ich glaube, das ist dieses Mal auch ein Co-Autor. Also die Idee selber stammt nicht von Markus, der macht nur die Umsetzung. Von Bernhard ist es, Bernhard Kleber und Markus Geiger. Und die beiden haben auch auf 3D Art Labs ein paar Videos veröffentlicht. Ich verlinke euch den Kanal von Markus dazu. Und dazu seht ihr dann auch, wie das dann im Spiel funktioniert bei denen. Und ich werde mir die Regeln, wie gesagt, in Ruhe anschauen, mir den Solo-Teil anschauen und mich dann nochmal mit einem Let's Play von Dogfighters zurückmelden. Einstweilen hoffe ich, ihr hattet einen zumindest guten ersten Eindruck dessen, was so alles dabei ist. Ja, es wird gewürfelt, ja, es ist ein Tabletop, ja, es ist auch ein Kriegsspiel in diesen Zeiten. Das ist natürlich, man muss das differenzieren zwischen dem Spiel, der Unterhaltung, der spielerischen Darstellung und dem, was in der Realität passiert, was ich auch selbst auf keinen Fall für gut befinde. Aber hier im spielerischen Setting einer alternativen Vergangenheit
kann es durchaus Spaß machen, sich mit taktischen Manövern mit rauf und runter zu unterhalten und das auch wirklich in 3D zu sehen, wie die Flieger steigen und sinken. Es gibt dazu Ersatzteile, beziehungsweise Ergänzungsteile, dass man eben jeden Flieger auf jede Höhe bringen kann. Da ist nun reichlich Material dabei. Macht auch schon beim Auspacken, hat es Riesenspaß gemacht, beim Aufbauen. Unglaublich variantenreich scheint es zu sein. Ich schaue es mir an, ich melde mich wieder mit Dogfighters von The A-Wars. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, nicht von The A-Wars, was habe ich gesagt? Dogfighters, The A-Wars von 3D Art Labs, Markus Geiger und Bernhard Kleber. Toller erster Eindruck aus meiner Sicht. Mehr Details kommen später. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like, ein Abo, Kommentare da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus.